Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Elfmeter Fußball auf den Punkt. 7 Spiele ohne Sieg. Dazu hat Trainer Benno Müllmann gesagt, er weiß nicht, ob er seinen Vertrag, der Ende 2016 ausläuft, wirklich bis dahin erfüllen wird. Der Weggang von Patrick Land ist beschlossen. Es tut sich einiges beim FSV Frankfurt im Moment und darüber wollen wir sprechen mit dem Geschäftsführer Sport, Uwe Stöver. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, grüß Gott. Wie würden Sie denn die Situation, ich habe es ja gerade eben so ein paar Punkte angerissen, im Moment beschreiben beim FSV Frankfurt? Ja, wie will ich die beschreiben? Im Grunde genommen haben wir jetzt mit 5 Spieltagen vor Schluss, mit den 7 Punkten Vorsprung, uns eine Situation erarbeitet, mit der wir grundsätzlich einverstanden sein könnten. Aber es ist eben die Bilanz, dass wir in den letzten 7 Spielen nicht gewonnen haben. Und das ist sicherlich etwas, was wir verändern müssen. Ja. Und aber dass Personalgespräche geführt werden, dass Spieler uns verlassen, das ist ein ganz normaler Rhythmus. Das erleben wir jedes Jahr und deswegen ist es auch nichts Neues. Wie sehen Sie die Situation? 7 Spiele ohne Sieg, 7 Punkte Vorsprung. Wie groß ist da die Angst? Na, Angst hat man zu anderen Zeitpunkten sicherlich. Aber man hat aufgrund auch der Erfahrung der letzten Saison einen entsprechenden Respekt. Man darf sich nie zu sicher fühlen und das ist genau das, was wir im Moment bemängeln. Ja, wir haben uns zu früh zu sicher gefühlt und um hier eine andere Situation herbeizuführen, um letztendlich sicher zu sein, müssen wir uns anders auf dem Platz präsentieren und dazu haben wir Gelegenheit im Spiel gegen Aalen. Es gab am Anfang der Rückrunde dann auch 3 Siege in Folge, auch Sieg gegen Kaiserslautern. War man sich dann, wie Sie schon sagten, war das der Punkt, wo man sagt, okay, wir sind ja ganz souverän in der Liga? Ja, würde ich nicht sagen. Ich denke mal, man muss dann anschließen auch die Spiele, die wir in Bochum, in St. Pauli oder zu Hause gegen Darmstadt bestritten haben, waren auch gute Spiele. Mhm. Ja, schlecht spielen wir erst seit dem Sandhausen-Spiel. Das ist jetzt 4 Spieltage her. Ja. Man darf sich in dieser Liga nie zu sicher fühlen. Man darf sich als Profifußballer, als Profisportler grundsätzlich nicht zufrieden zeigen. Und ich denke mal, wenn man Ziele auf dem Servierteller serviert bekommt, dann sollte man auch alles tunlichst dafür tun, um dieses auch zu erreichen. Und ich denke mal, es ist möglich und wäre möglich, in dieser Saison auch einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen. Und das muss der Ansatz sein, aus den letzten 5 Spielen so viele Punkte zu holen wie möglich, um gegebenenfalls den einstelligen Tabellenplatz zu belegen und nicht noch in Abstiegsnöte zu geraten. Also man schaut gleichzeitig nach oben und nach unten. Wenn wir noch mal ganz kurz über Patrick Klant sprechen, er wird seinen Vertrag nicht verlängern, beziehungsweise er läuft aus. Wie traurig ist man da auch als Geschäftsführer Sport, dass man so jemanden nicht halten kann, der ja auch schon länger beim FSV ist? Spielt da auch, dass man ein bisschen traurig ist, eine Rolle oder hat das in dem Geschäft überhaupt keinen Platz? Dass Patti mit seiner Zugehörigkeit zum FSV Frankfurt seit fast 8 Jahren etwas anders zu sehen und auch ein Stück weit emotionaler zu bewerten und ist, denke ich, liegt in der Natur der Sache. Aber wir haben jetzt seit Anfang September, wo wir erste Gespräche geführt haben bzw. Signale ausgesendet haben, versucht, den Vertrag zu verlängern. Es ist uns nicht gelungen. Die Entscheidung ist letztendlich von Patrick und seinem Berater so gefällt worden. Das gilt es letztendlich zu akzeptieren und auch zu respektieren. Das tun wir auch. Aber wie gesagt, wir hätten uns sehr gut vorstellen können, auch mit ihm weiterzuarbeiten. Patrick ist professionell genug, um das bis zum Saisonende für den FSV Frankfurt positiv durchzuziehen. Da haben wir überhaupt keinen Zweifel. Und dann wird man einen Abschied feiern. Und wer weiß, was alles noch in Zukunft so kommen wird. Ja, ich kann heute nicht sagen, was in 3, 4 Jahren ist. Wollen wir mal abwarten. Sein Berater, haben Sie ihm selbst gesagt, man konnte sich mit seinem Berater und Patrick Klant nicht einigen. Bernd Reisig ist ja beim FSV kein Unbekannter. Sind das dann auch nochmal andere Verhandlungen als mit anderen Beratern? Ich muss es ja runterbrechen. Es geht hier ja um einen Spieler und ich vertrete den FSV Frankfurt. Ja. Und ich habe die Interessen des FSV Frankfurt zu vertreten. Und nicht immer gehen die Dinge Anspruch von der einen Partei und der Anspruch des FSV Frankfurt konform. Und da ist es auch normal, dass man dann auch mal nicht zueinander findet. Ja, aber ich muss es letztendlich professionell abhandeln. Da spielen Namen oder persönliche Beziehungen oder ehemalige Beziehungen spielen da keine Rolle, dürfen auch keine Rolle spielen. Ja, also von daher spielt es keine Rolle.
Und auch Trainer Benno Möhlmann hat die Tage gesagt, mit seinem laufenden Vertrag, da ist er sich nicht hundertprozentig sicher. Wir haben ihn am Trainingsgelände mal selbst zu dem Fall befragt. Dass sie ihm nicht zuhören, kann Trainer Benno Möhlmann nicht behaupten. Trotzdem ist der 60-Jährige nachdenklich über das, was der FSV zurzeit auf dem Rasen zeigt, und hat laut darüber nachgedacht, seinen Vertrag bis Ende 2016 vorzeitig zu beenden. Wenn wir so spielen und wenn wir letztlich wie die letzten vier Partien vier schlechte Spiele wirklich abliefern, dann bin ich auch mit im Boot. Dann muss auch ich mich hinterfragen und muss auch ich mich auf den Prüfstand stellen. Und das werde ich sicherlich nach der Saison tun. Ich werde auch die nächsten fünf Spiele damit einbeziehen. Einen sofortigen Rücktritt hat der Rekordtrainer der zweiten Liga bereits ausgeschlossen. Ich habe noch nie ein Team im Stich gelassen, so Möhlmann. Dennoch ist ein Weggang nach dieser Saison zumindest vorstellbar. Und das, obwohl er erst im Januar seinen Vertrag bis 2016 verlängert hat. Dass das nicht das Kriterium sein muss, sondern es muss einfach das Kriterium sein, wie sinnvoll ist es, weiter zusammenzuarbeiten und wie gut fühlen sich alle dabei. Und die Situation zwischen Geschäftsführung und mir, zwischen Mannschaft und mir, zwischen Verein und mir, muss nicht unbedingt im Sommer die gleiche sein wie im Januar, wo wir letztlich verlängert haben. Aber ich habe nicht vor, ja, den Vertrag aufzulösen, den neuen oder hinfällig zu machen. Ich möchte gerne beim FSV weiterarbeiten, aber ich werde es nur tun, wenn wir alle 100% auch die Überzeugung haben. Die Geschäftsführer beim FSV haben diese Überzeugung ausnahmslos. Doch der Trainer wird nach dem letzten Spiel gegen Aue zitiert, dass die Spieler nicht das machen, was er sage. Wie war das gemeint? Dass ich mit Sicherheit den Spielern nicht gesagt habe, dass sie so spielen sollen, wie wir es in den letzten vier Spielen getan haben. Und da muss auch ich mich fragen, hören sie nicht zu oder können sie es nicht umsetzen? Und das ist ein Fragenkomplex unter vielen anderen, wo man sich sicherlich dann nach der Saison nochmal unterhalten muss und wo man versuchen muss, auf einen Nenner zu kommen. Jetzt sind die Spieler gefragt, ihrem Trainer den Rücken zu stärken, nachdem dieser sie zuletzt hart kritisiert hat. Ja, zunächst einmal hat der Trainer natürlich vollkommen recht mit seiner Kritik. Wir haben es die letzten drei, vier Wochen nicht auf den Platz gekriegt, an die Leistung anzuknüpfen. Von daher ist es aktuell nicht einfach, aber wir versuchen natürlich wieder an alte Leistungen anzuknüpfen und ja, das, was uns ausmacht, Leidenschaft, Zweikampfstärke, das am Sonntag wieder auf den Platz zu bringen. Das heißt, wo liegt das Problem, Herr Kapitän? Ja, wir spielen einfach schlechten Fußball, ne? Das sieht man. Wir kommen zu wenig Torchancen und das schon seit Wochen. Und defensiv kriegen wir zu einfach die Tore aktuell. Das beste Beispiel natürlich gegen Aue. Ja, das sind dumme Tore, das sind einfache Tore und das wirft uns dann zurzeit aus der Bahn. Ich sage das jetzt mal so, das kotzt uns auch richtig an und ja, wir sprechen das jetzt mal ab in aller Ruhe und werden dann gestärkt am Sonntag zurückkommen. Die Spieler haben also von der Art und Weise, wie sie zurzeit Fußball spielen, die gleiche Meinung wie der Trainer. Doch bereits im Training ist der Coach nicht ganz zufrieden mit dem, was das Team zeigt. Ja, von der Einstellung im Training passt es schon, das denke ich schon. Aber auch im Training ist nicht so ein gutes Kombinationsspiel zu sehen, so ein cleveres Verhalten auch, wie es einfach auch heutzutage nötig ist, um guten Fußball zu spielen. Am Sonntag im Spiel gegen den Tabellenletzten aus Aalen sind die 11 gefragt, die auf dem Platz stehen, zu zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Da muss einfach ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Die Spieler müssen einfach selber genug davon haben, dass sie letztlich so schlecht aufgetreten sind. Und sie müssen einfach auch wieder von sich aus da einen Zusammenhalt entwickeln, ne, der letztlich auch ein ganz anderes Bild dann von der Mannschaft auf den Platz bringt. Und dafür arbeiten wir, darüber reden wir. Aber das muss letztlich aus der Mannschaft herauskommen, weil die Spieler stehen auf dem Platz. Wir können alle drumherum nur, schon jetzt fangen die Tränen schon an hier, wir können alle drumherum nur helfen, ne, dass sie auch wirklich so ein gutes Spiel finden. Zum Heulen ist es zwar noch nicht, aber das Spiel am kommenden Sonntag gegen Aalen ist auch eine Charakterfrage für das Team. Denn auch wenn es gegen den Tabellenletzten geht, wird es kein einfaches Spiel. Den FSV erwartet einiges. Ein Gegner, der ums Überleben kämpft. Die Mannschaften, die jetzt unten stehen, sieht man wie letzte Woche, die werden die Spiele gewinnen und
Sie werden kämpfen bis zum Schluss und uns das Leben sehr, sehr schwer machen. Sollte der FSV Frankfurt auch das Spiel gegen Aalen verlieren und damit zum zweiten Mal hintereinander gegen den Tabellenletzten nicht gewinnen, werden die Abwanderungsgedanken von Benno Möhlmann wohl noch deutlicher werden. Auch wenn er den Vertrag bis 2016 eigentlich gerne erfüllen würde. Also der Trainer hat nochmal deutlich gesagt, er will den Vertrag erfüllen, wenn alle zu 100% zufrieden sind. Wann sind denn alle zu 100% zufrieden? Wann sind alle zu 100% zufrieden? Wir sind zufrieden mit Trainer Benno Möhlmann, das haben wir eben auch in dieser Woche gesagt. Und in den Gesprächen zeigt er sich so, wie wir ihn kennen, kämpferisch und bissig. Er will einfach den sportlichen Erfolg, er will Spiele gewinnen. Er kann dieses dahinlaufen lassen, dieses nicht erfolgreich sein, obwohl man die Dinge entsprechend serviert bekommt. Das kann er nicht so ertragen. Und das sind Dinge, die ihn letztendlich beschäftigen, weil er eben nun mal auch erfolgreich sein möchte mit der Mannschaft. Ja. Wir sind zufrieden mit seiner Arbeit, das haben wir ihm diese Woche gesagt, wieder gesagt. Und wir gehen auch fest davon aus, dass er seinen Vertrag bis 2016 bei uns erfüllt. Muss man ja auch sagen, er hat ja auch gesprochen, dass es vor allem um die letzten vier Spiele ging, die ihm so gar nicht gefallen haben. Dass dann auch so ein Satz, ich weiß nicht, ob ich meinen Vertrag bis 2016 erfüllen kann, einfach auch ja, bei so einem emotionalen Trainer wie Benno Möhlmann einfach nach dem Spiel, dass man da ein bisschen nicht ganz so ernst nehmen darf? Grundsätzlich nehme ich alles ernst, was gesagt wird, aber nochmal, es kommt aus einer Emotion heraus, es kommt letztendlich aus einer Situation heraus, wo wir gerade gegen Aue nicht gut Fußball gespielt haben und es ist sicherlich so, dass wir, Benno Möhlmann und der FSV Frankfurt, sehr, sehr positive Zeit in den fast 3,5 Jahren haben. Und wir davon ausgehen, dass wir das auch noch weitere 1,25 Jahre mit ihm haben werden oder sogar darüber hinaus. Er geht auch mit den Spielern hart ins Gericht, in Ihren Augen zurecht? Ja, das habe ich auch getan. Also ich habe mich nach dem Aue-Spiel auch geärgert. In einem Spiel kann man immer mal eine schlechte Leistung abrufen, wenn einige Leistungsträger, einige Spieler nicht zu ihrer Form finden. Aber wir sind jetzt in einem Rhythmus von 4 Spielen und wir müssen jetzt schauen, dass wir eine Saison, die nicht gut begonnen hat, die wir dann aber gedreht haben mit entsprechenden Leistungen, dass wir die nicht wieder in eine schlechte Saison münden lassen. Und da sind wir alle gefordert, in den letzten 5 Spielen uns so einzubringen, Spieler, Trainerteam, Offizielle, ja, dass wir eben erfolgreich aus dieser Zeit nochmal herausgehen, um dann zu gucken, was letztendlich rauskommt. Und ich sage, es ist ein einstelliger Tabellenplatz möglich, weil die Konkurrenz im Bereich der Mitte auch nicht erfolgreich Fußball spielt. Mhm. Wir müssen es tunlichst vermeiden, gegebenenfalls noch in diesen Abstiegssog mit reinzukommen. Aber da sind wir gefordert. Der Trainer hat auch gesagt, auf die Frage, aber er hat auch den Vertrag erst verlängert, sagte er, man muss aber die unterschiedlichen Voraussetzungen sehen und die können teilweise auch andere sein. Sind es denn andere Voraussetzungen zwischen der Vertragsverlängerung und dem jetzigen Zeitpunkt? Nein, das glaube ich nicht. Nochmal, ich glaube, dass die Emotion auch ein Stück weit hier mit reinspielt. Wir von Vereinsseite wissen, was wir an Benno Möhlmann haben und wir sind, wie gesagt, gewillt, das auch bis 2016 entsprechend durchzuziehen. Ja, wir müssen gucken und wir haben es ja im Bericht auch gesehen, die Mannschaft ist hier in der Pflicht. Ja, die Mannschaft hat bewiesen, dass sie gut Fußball spielen kann. Und der Trainer hat ihnen nicht gesagt, dass sie das Fußballspielen einstellen sollen mit entsprechend 10 und teilweise sogar 12 Punkten Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Das hat er nicht. Ja, und ich sehe ja tagtäglich in den Gesprächen, wie ehrgeizig und wie griffig er ist. Und ich gehe fest davon aus, dass wir das auch noch in den nächsten 1,25 Jahren erleben werden. Wir haben es vom Mannschaftskapitän gehört, deutliche Worte. Er hat gesagt, die Situation, auch wie wir spielen, kotzt uns im Moment an. Trainer sagt, auch im Training könnte mehr Passsicherheit da sein. Was erwarten Sie jetzt von den Spielern als Reaktion? Ja, grundsätzlich mal eine Reaktion, die wieder dahin geht, dass wir Leidenschaft, Kampf, Einsatz, Laufbereitschaft auf den Platz bringen. Das waren immer unsere Basics, unsere Grundtugenden. Wenn wir die an den Tag gelegt haben, daraus hat sich dann ein entsprechendes Spiel entwickelt. Wir müssen auch im Moment ein Stück weit daran arbeiten, dass sich das Verhältnis zwischen Defensivleistung und Offensivaktionen verbessert. Wir haben
oft vernünftig gestanden, auch in den Spielen, wo wir verloren haben, in den letzten 4 Spielen. Aber wir haben es nicht hinbekommen, nach vorne hin entsprechende Akzente zu setzen, um den Gegner zu beeindrucken, um den Gegner auch mit diesen Aktionen ein Stück weit von unserem 16-Meter-Raum fernzuhalten. Das müssen wir wieder hinbekommen. Aber das geht nur durch eben die eben genannten Tugenden. Die Woche im Training ein brasilianischer Leihspieler, wäre sowas auch eine kurzfristige Lösung oder denkt man da schon an die kommende Saison? Was für einen ersten Eindruck haben Sie von ihm? Ja, kurzfristig geht ja nichts mehr aufgrund des Transferstopps. Das ist eine Geschichte, die eventuell für die neue Saison ins Auge gefasst werden kann. Aber dafür bedarf es natürlich entsprechender Beobachtungen. Und der Junge ist bis Sonntag bei uns und bis dahin werden wir, denke ich mal, uns einen Eindruck verschafft haben, ob das ein Kandidat für die nächste Saison sein könnte. Was erwartet man, wenn man hört, ein brasilianischer Leihspieler oder Testspieler, erwartet man die große Fußballkunst allein, weil er aus Brasilien kommt? Na, ich denke mal, wir gehen ziemlich locker an die Geschichte ran. Also das ist ein junger, talentierter brasilianischer Fußballer, den wir empfohlen bekommen haben aus entsprechenden uns bekannten Personen und dem wollen wir jetzt einfach mal nachgehen. Also den Messi oder den Ronaldo werden Sie auf diesem Wege sicherlich nicht finden. Jetzt es ist auch so, es läuft im Moment nicht so rund, das haben wir schon gesagt. Sie auch gerade die letzten 4 Spiele, die haben keinem großartig gefallen. Inwiefern ist auch der Geschäftsführer Sport dann gefragt, da auch mal Zeichen zu setzen? Machen Sie das auch oder sagen Sie, das ist rein Trainersache? Nein, ich bin grundsätzlich dafür zuständig, dass im Bereich Sport, speziell hier erste Mannschaft, dass die Dinge reibungslos und vernünftig ablaufen. Ich bin für den Rahmen zuständig, bin aber auch, denke ich, in der Pflicht, wenn gewisse Dinge eben nun mal nicht so laufen, hier entsprechend mahnt, den Finger zu heben. Und wie gesagt, das habe ich nach dem Aue-Spiel auch der Mannschaft mitgeteilt, dass wir hier uns in unserer Art, in unserer Einstellung, in unserem Auftreten verändern müssen. Und das sind Dinge, die ich schon einfordere. Das, was ich nicht haben kann, ist Nachlässigkeit und Fahrlässigkeit. Wir sind im Moment nachlässig auf dem Platz. Wir bringen die 90, 95, 100%, die bringen wir im Moment nicht auf den Platz. Da sind wir nachlässig. Und mit unserer Situation gehen wir fahrlässig um, weil ich sage, es ist mehr drin, als das, was wir im Moment auf den Platz bringen, sowohl fußballerisch als auch tabellarisch. Da sind wir beim nächsten Spiel am Sonntag. Da wollen wir gleich drüber sprechen, machen eine kurze Pause und sind dann auch noch kurz bei der Frankfurter Eintracht vor dem Auswärtsspiel in Dortmund. Bis gleich. Wir sind zurück bei Elfmeterfußball auf den Punkten. Bevor wir weiter über den FSV sprechen, wollen wir einmal zum Nachbarn, zur Eintracht schielen vor dem Auswärtsspiel in Dortmund. Inwiefern beobachten Sie auch die Frankfurter Eintracht? Ja, grundsätzlich und immer. Ich meine, wir leben nun mal in einer Stadt und wir lesen, glaube ich, denke ich mal, alle dieselbe Zeitung. Und von daher kriegt man da schon alles mit, was letztendlich auch bei der Eintracht passiert. Wie ist das Verhältnis? Ist das der große Bruder, der große Konkurrent oder einfach der Verein, Mitverein in derselben Stadt? Nein, es ist der Verein, der mit einem in derselben Stadt letztendlich Fußball spielt. Ja. Es besteht ein gutes Verhältnis zu den verantwortlichen Personen und ich denke mal, auch auf anderer Ebene, Fanebene, wenn wir uns die beiden Derbys anschauen in der Saison, wo die Eintracht noch zweite Liga gespielt hat. Friedlicher kann ein Derby nicht ablaufen und gemeinschaftlicher kann es auch nicht ablaufen. Also von daher bestehen da gute Kontakte und ist das Verhältnis entsprechend als positiv zu bezeichnen. Würden Sie auch sagen, in diesem Jahr Parallelen? Wie Sie sagen ja auch, wir könnten eigentlich in der Tabelle weiter oben stehen. Sehen Sie es bei der Eintracht auch so? Theoretisch wäre mehr drin? Ja, die Eintracht hat es zumindest geschafft, sich von den Abstiegsplätzen fernzuhalten mit entsprechenden Serien, mit entsprechenden Leistungen. Ja, sie hat sich in eine Situation gebracht, wo sie gegebenenfalls auch noch ein Wörtchen um die internationalen Plätze spielen kann. Der Eintracht kommt sicherlich hier auch zugute, dass Augsburg, Hoffenheim auch geschwächelt hat in der Vergangenheit, sodass sie auch weiterhin im Rennen sind und noch gute Möglichkeiten haben, letztendlich diesen Europapokalplatz zu erreichen.
Und jetzt geht's zum schweren Auswärtsspiel nach Dortmund. Welches Bild passt zu welchem? Welche Karten passen zusammen? Das Kinderspiel Memory ist genau das, was jetzt auch Eintracht-Trainer Thomas Schaaf beherrschen muss. Allerdings werden die Karten, die er zur Verfügung hat, immer weniger. Die Mannschaft stellt sich bald von alleine auf. Meier fällt bekanntlich die restliche Saison aus. Gegen Dortmund am Samstag werden auch die Karten Russ, Medojevic sowie die gesperrten Ogjikba und Anderson nicht zur Verfügung stehen. Und richtig fit sind die angeschlagenen Aigner und Zambrano auch nicht. Konstant Djakpa trainiert dagegen schon länger wieder mit der Mannschaft und ist zumindest nach eigener Meinung fit für einen Einsatz. Ja, alles ist perfekt. Ich habe letzte Woche ein bisschen gutes Training gemacht. Und ich muss mehr Gas geben diese Woche. Aber ich weiß, Dortmund ist eine richtig gute Mannschaft. Aber wir haben auch gute Spieler hier in Frankfurt. Und ich bin Frankfurter Spieler, so ich bin bereit. In der Tabelle ist Dortmund und die Eintracht punktgleich und Tabellennachbarn. Und doch trennen die Teams Welten. Vom Mannschaftswert ist das Team von noch Borussia-Trainer Jürgen Klopp fast das Fünffache wert. In den letzten 6 Spielen wechselte sich das Ergebnis der Schwarz-Gelben ständig zwischen Sieg und Niederlage ab. Für die Eintracht dürfte es gerne so bleiben. Nach dem Sieg gegen Paderborn würde jetzt, gesetzt der Serie, wieder eine Niederlage folgen. Die Eintracht durchaus mit Chancen. Ja, direkt Konkurrent, aber Dortmund ist eine richtige gute Mannschaft. Aber wir haben jetzt eine gute Defense. Letztes Spiel war richtig perfekt. Mada war richtig gut, aber ich hoffe, wir nehmen diese 3 Punkte. Das Hinspiel konnte die Eintracht mit 2:0 gewinnen. Alex Meier traf bereits in der 5. Spielminute. Das wird diesmal mit Sicherheit nicht so sein. Einen frühen Führungstreffer allerdings würde die Eintracht natürlich gerne nehmen. Ja, kommen wir zurück zum FSV Frankfurt. Patrick Land wird den Verein verlassen, das haben wir schon abgehakt. Sein Nachfolger ist gefunden vom FC Ingolstadt, André Weiß. Was können Sie uns über ihn sagen? Ja, ich verfolge die Entwicklung von André schon etwas länger. Als er die ersten Schritte in der 3. Liga bei der TuS Koblenz gemacht hat, ist dann gewechselt zum VfB Stuttgart, hat sich dort über die 3. Liga bis hin zur Nummer 2 teilweise beim VfB Stuttgart emporgearbeitet, auf der Bank gesessen. In der Bundesliga und ist dann gegen Ablösesumme vom FC Ingolstadt transferiert worden, in der Hoffnung, dort sicherlich die Nummer 1 zu werden. Das hat sich für ihn nicht herausgestellt und deswegen sucht er einen neuen Neuanfang. Und wir denken eben, die Vakanz, die entstanden ist, mit André Weiß geschlossen zu haben und halten ihn für einen sehr guten Torhüter. Er hat jetzt allerdings auch nur 2 Zweitligaspiele bisher bestritten. Das heißt auch ein gewisses Risiko dabei? Ja, wir sind ja schon ein Stück weit erfahren mit Spielern, die vielleicht noch nicht so im Rampenlicht standen. Aber wenn wir von diesen Spielern überzeugt waren, dann war es auch oftmals so, dass sie sich entsprechend entwickelt haben und dann für entsprechende Furore gesorgt haben. Wir sind von dem Spieler überzeugt. Er hat bewiesen, dass er in der 3. Liga, das war 2 Jahre, sicherlich zu den absolut Besten zählend. Mhm. Ja, und von daher haben wir eine Vorbereitung, die werden wir nutzen und dann werden wir sehen, wen letztendlich der Trainer am ersten Spieltag aufstellen wird. Aber wir sind von André sehr überzeugt. Am Sonntag das Spiel gegen Tabellenletzten aus Aalen wird mit Sicherheit kein Spiel für Fußballästheten. Da muss gekämpft werden. Was erwarten Sie von Ihrem Team beim Spiel am Sonntag? Ja, ich habe es ja eben gesagt, dass die Basics auf den Platz kommen. Ja, die Grundtugenden, die wir brauchen für unser Spiel, um letztendlich zu unserem Spiel zu finden. Ja, Einsatz, Laufbereitschaft, Zweikämpfe aufnehmen. Das werden die Dinge sein, die hier am Sonntag gefordert sind. Und das sind die Dinge, die ich letztendlich auch sehen will oder die wir, die Zuschauer, sehen wollen. Was erwarten Sie noch vom Rest der Saison? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, also das eine ist, 7 Punkte Vorsprung zu haben, aber das sollte nicht das Ziel sein. Wir sollten schauen, dass wir in den letzten 5 Spielen bestmöglich abschneiden. Ich behaupte, es ist hier mit einer entsprechenden Leistung auf dem Platz mehr drin als der Tabellenplatz, den wir im Moment haben. Ja? Und das sollten wir anstreben. Ja? Und dann erübrigen sich alle anderen Diskussionen nach hinten, die erübrigen sich.
So kann man dem ganzen Diskussion dann aus dem Weg gehen, auf jeden Fall. Wenn man erfolgreich bestreitet die nächsten Spiele, gibt es beim FSV Frankfurt sowas wie ein langfristiges Ziel? Wir haben ja jetzt über kurzfristige Ziele bis Ende der Saison gesprochen. Gibt es langfristige Ausrichtungen? Also ich denke mal, dass grundsätzlich auch immer noch der Satz steht, jedes weitere Jahr in der zweiten Liga ist für den FSV Frankfurt ein Erfolg. Dass wir für uns intern Ziele formulieren, auch etwas andere, etwas ambitioniertere Ziele, das haben wir in der Vergangenheit getan. Wir haben den Verein, denke ich mal, mit meinem Kollegen Clemens Krüger, Geschäftsführer Finanzen, und Jens-Uwe Münker, Geschäftsführer Organisation, auf Beine gestellt, die einen soliden Zweitligisten darstellen, in finanzieller und sportlicher Hinsicht. Der nächste Schritt ist immer im Auge, ja, den gilt es letztendlich anzugehen. Aber wir müssen auch immer berücksichtigen, wir gehören grundsätzlich immer zu den Vereinen, die das kleinste Portemonnaie haben. Und da kann man nicht hergehen und sagen, jetzt wollen wir mal um den Aufstieg mitspielen. Ja, wir spielen in einer Liga mit 1. FC Kaiserslautern, mit St. Pauli, mit 60 München, mit VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf, das sind alles ehemalige Bundesligisten, die schon von der Infrastruktur her, vom Fanpotenzial ganz andere Möglichkeiten haben. Und das muss man einfach immer wieder sich ins Gedächtnis rufen und auch in Relation stellen. Ja. Es gibt andere Vereine, die ganz anders in den letzten Jahren abgeschnitten haben. Traditionsvereine, die mittlerweile in der dritten oder vierten Liga gespielt haben, die vor 4, 5 Jahren noch in der ersten Liga gespielt haben. Das muss man sich vor Augen führen, man muss realistisch sein. Aber wir sind ambitioniert oder wir haben ambitionierte Ziele vor Augen auf allen Ebenen und die werden wir sicherlich auch angehen. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg, sowohl bei den kurzfristigen als auch bei den langfristigen Zielen und dass es eventuell sogar noch mit dem einstelligen Tabellenplatz in diesem Jahr reicht. Dankeschön für den Studiobesuch. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von 11 Meter Fußball auf den Punkt. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin wünsche ich ein fußballsportliches Wochenende. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.